Eulette und der verschwundene Zug. Kommt schon, kommt schon, kommt schon! Warum bist du denn so aufgeregt, Herr Meier? Weil der Jahrmarkt eine neue, fantastische Bahn hat. Den fliegenden Achterbahnzug. Ich habe gestern die Testfahrt gesehen. Der war so schnell, das wird sich wie Fliegen anfühlen. Weißt du was? Ich stehe auf schnell. Zoom, zoom. Wow, alle Kinder wollen mit diesem Zug fahren. Weil es die schnellste Achterbahn der Welt ist. Na los, wir müssen sie auch testen. Hey, was? Wir waren zuerst hier. Stell dich hinten an. Amaya? Meine Damen und Herren, liebe Kinder, der fliegende Achterbahnzug ist jetzt verschwunden. Wo ist der Zug hin? Der kann doch nicht weg sein. Ich habe mich schon so aufs Fliegen gefreut. Aber wie kann ein ganzer Zug einfach verschwinden? Züge fahren auf Schienen, richtig? Hier gibt's zwar Spiralen und Loopings, aber der Zug fährt trotzdem nur im Kreis. Aber wie kommt er von den Schienen und kann trotzdem weiterfahren? Schaut mal! Sieht aus, als wären da noch mehr Gleise gewesen. Und jetzt sind sie weg. Gleise, die verschwinden. Das war bestimmt ein nächtlicher Schurke. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Ja! Greg wird zu Gecko. Ja. Connor wird zu Catboy. Amaya wird zu PJ Masks! Na los, na los, na los! Zum Eulengleiter! Hey, warte, Eulette! Wenn wir der Spur folgen wollen, müssen wir das am Boden machen. In Ordnung, guter Punkt. Ich möchte doch nur, dass ihr auch mal damit fliegt, Jungs. Schon gut. Dann zum... Katzenflitzer, ich weiß, dann mal los! Sie ist echt ungeduldig, Mann. Komm schon, Jungs, lasst uns los! Rechts, links, da ist nichts. Warte, Eulette. Das sind Abdrücke vom verschwundenen Gleis, weißt du noch? Finden wir dann den Zug, wenn wir denen folgen? Ja, und los, na los! Das nicht Romeos Labor? Ja, sah so aus, Gecko. Ist hier wie wild rumgesaust. Vielleicht Jungs, ist es... vergesst Romeo. Wenn er in seinem Labor ist, kann er doch den Zug nicht fahren. Wir müssen rausfinden, wer ihn fährt. Los, los, los! Okay. Hey! Keine Spuren mehr. Und wie finden wir jetzt den Zug? Eulenaugen! Ich sehe etwas weiter da vorne. Etwas Schnelles. Da ist er. Der Zug. Siehst du, ich sagte dir erst schnell. Dann wollen wir mal sehen, wer ihn fährt. Romeo? Na hallo, die Pyjama-Helden. Du bist doch gerade mit deinem Labor gefahren. Das war nicht ich. Niemand fährt mein Labor. Das blöde Teil hatte einen Kurzschluss und hat sich selbstständig gemacht. Zum Glück habe ich diesen superschnellen Zug, um es zurückzuholen. Aber wo kommen diese Schienen her, Romeo? Ganz einfach. Ha, dank meiner Erfindung, dem Turboschienenleger. Der legt Schienen überall hin. Wow, der ist voll cool. Und noch viel cooler ist der andere hinten, der das Ganze wieder einsammelt. Aber Romeo, du brauchst diesen Zug nicht. Wir können dein Labor für dich einfahren. Ha, ich soll diesen Zug aufgeben, sobald ich mein Labor habe? Auf keinen Fall. Mit meinen Laborgeräten kann ich den Zug sogar schneller machen und werde der schnellste Schurke der Welt. Ha? Aha, habe ich dich gefunden, Labor. Ha! Auf Wiedersehen, Pyjama-Helden! Dieser Zug ist für euch abgefahren! Wow!
einzufangen, sonst macht er den Zug noch gefährlicher. Alles klar, Eulette. Romeo, wir kommen! Autopilot! Ist ja Wahnsinn! Und wow, der Zug ist wirklich cool! Ha! Ich hab dich fast schon erreicht, du ungezogenes Labor! Ha! Diese Pyjama-Helden können mich nie einholen in ihrer Katzenklapperkiste! Los geht's, Pyjama-Helden! Lasst uns Romeo aufhalten! Super Eulenflügel! Eulette! Wow, ich war fast schon Vogelfutter! Danke, Catboy! Nur keine Eile! Wir werden es schaffen! Hey! Schleichen wir uns langsam an ihn ran, so ganz, ganz, ganz sachte. Warum sachte? Lasst uns einfach los! Wow! Eulette! Alles okay. Diese Pyjama-Helden sind doch wohl nicht auf meinem Zug, oder? Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Entschuldigt, Jungs. Sieht aus, als wüsste Romeo, dass wir auf seinem Dach sind. Schon okay. Neue Idee. Wir jagen Romeo gleichzeitig. Er kann uns nicht alle drei aufhalten. Okay, auf drei. Wir springen und rennen. Eins, zwei... Komm schon, komm! Eule! Nein, warte! Wow! Geht's dir gut? Ja, tut mir leid. Jedes Mal, wenn du einen Plan hattest, bin ich ohne dich losgestürmt. Und es hat nicht funktioniert. Schon gut. Du hattest dich so darauf gefreut, mit dem Zug zu fahren. Jetzt ist erstmal der Roboterarm dran. Super Gecko-Muskeln! Dafür habe ich jetzt einen Plan. Und damit er klappt, werde ich diesmal warten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ja! Yeah! Yeah! Ich weiß, dass ihr alle da drin seid, Pyjama-Helden. Aber nicht mehr lange. Schnell, was hast du für einen Plan? Wir stoppen diesen Zug für immer. Und wir werden es gemeinsam tun. Catboy, du springst drauf und schnappst dir ein paar Äste. Gecko, du krabbelst in die Nähe des Turboschienenlegers. Verstanden, Eulette. Dann bin ich an der Reihe. Ich fliege mit den Ästen zu dir und du blockierst damit den Turboschienenleger, sodass der Zug anhält. Ohne Schienen kann der Zug Romeos Labor niemals einholen. Toller Plan, Eulette. Ich glaube, das klappt. Nur solange ich warten kann, bis ihr euren Teil erledigt habt. Los, PJ Masks! Ups! Nicht vergessen, Eulette. Keine Eile. Du bist dran, Catboy. Ich werde, ihr wisst schon, warten. Okay, mein Turboschienenleger. Mehr Schienen, mehr Schienen! Super Katzensprung! Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Locker und lässig. Das war gut, Eulette. Was? Hör auf, du Plagegeist. Zu spät, Romeo. Gecko, los, blockier den Turboschienenleger. Ich schaff das!
konnten eben doch dein Labor stoppen. Mein geliebtes Labor, ja, ja, ja. Ich habe vielleicht meinen Zug verloren, aber dich habe ich noch, mein geliebtes Labor. Und jetzt bringen wir den Zug zurück. Das wird alle auf dem Jahrmarkt glücklich machen. Nächstes Mal besiege ich euch, Pyjama-Helden. Hä? Er hat sich nicht mal für die Hilfe bedankt. Mach dir keinen Kopf, Gecko. Wir haben den fliegenden Achterbahnzug gerettet. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Ja, los geht's! Es ist gleich soweit. Ich war zwar schon mal auf dem Zug, aber dieses Mal wird's bestimmt noch toll. Ja! Ja! Hey Leute, ihr dürft zuerst. Echt jetzt? Danke, Amaya. Ich warte gern. Viel Spaß dabei. Es geht ziemlich schnell. Geckos Superspürsinn. Also die Regeln für das Schnapp-dir-die-Flagge-Spiel sind ganz einfach. Es gibt zwei Teams und jedes besitzt eine Basis und eine Flagge. Das Team, welches sich die Flagge des anderen Teams schnappt und bei sich aufstellt, hat gewonnen. Noch Fragen? Ja, wieso kannst du so gut zeichnen und ich nur so schlecht? Nicht jeder kann zeichnen, aber jeder von uns kann irgendwas besonders gut. Wie das hier. Cooles Chamäleon, lass mich mal. Ich kann überhaupt keine coolen Sachen. Es gibt viele Dinge, die du kannst und wir nicht. Sicher besiegst du uns beim Schnapp-dir-die-Flagge-Spiel. Ja, vielleicht schaffe ich das. Lass uns in den Park gehen und spielen. Jungs, warum ist da eine Nacht-Ninja-Flagge auf unserem Hauptquartier? Unser Spiel wird warten müssen. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Ja! Greg wird zu Gecko. Ja! Connor wird zu Catboy. Wir müssen herausfinden, was Nachtninja vorhat. Zum Gecko-Mobil! Katzenohren! Ich höre Ninjalinos kichern. Eulenaugen! Du hast recht, Catboy, ich sehe sie. Und Nachtninja, sie sind auf unserer Schule. Gut gemacht, ihr Katzenohren und Eulenaugen. Klar, eure Kräfte sind cool. Aber vielleicht besitze ich auch eine extra coole Kraft wie ihr. Meinen Super-Gecko-Spürsinn. Den hast du noch niemals erwähnt. Was kann der so? Er spürt, wenn Gefahr droht. Es kitzelt mich dann so an meinem Schwanzende. Du kannst also mit deinem Super-Gecko-Spürsinn fühlen, wenn Nachtninja in der Nähe ist? Genau. Im Übrigen wusste ich schon längst, dass er auf der Schule ist. Und ich wette, mit meinem Gecko-Spürsinn fangen wir ihn auch. Hey, Nachtninja, warum steckt eine Flagge auf unserem Hauptquartier? Weil das eure Basis und die Schule jetzt meine Basis ist. Ich werde der Welt zeigen, dass ich der Beste bei Schnapp dir die Flagge bin. Wer spielt schon mit dir? Ihr, PJ Masks. Oder ich verwandle eure Schule in meine ganz eigene Nacht-Ninjas! Ninja-Nachtschule! In der Nacht! Und was passiert, wenn wir gewinnen? Keine Chance. Aber wenn ihr gewinnt, verlasse ich eure Schule. Wenn ihr allerdings verliert, bleibe ich hier und kriege euer Hauptquartier. Niemals! Vergiss es! Wir sind dabei! Wer die Flagge der anderen klaut und zur eigenen Basis bringt, gewinnt! Mit meinem Gecko-Spürsinn werden wir hundertprozentig gewinnen. Das wird total easy peasy Action einfach. Bist du dir sicher mit deinem Super-Gecko-Spürsinn? Du hast noch viele andere echt coole Kräfte. Die sind nicht so gut für Schnapp dir die Flagge. Nicht so gut wie der Gecko-Spürsinn. Der ist perfekt. Bereit, Schnapp dir die Flagge zu spielen, Pyjama-Verlierer? Dann möge das Spiel beginnen. Einer von uns bleibt hier, um auf unsere Flagge aufzupassen.
Mit deinen tollen Eulenaugen wärst du perfekt für diese Aufgabe. Und wer geht jetzt zur Schule? Du, Catboy, mit deinen unglaublichen Katzenohren belauschst du Nachtninja. Mit deinen Eulenaugen und meinen Katzenohren kommt er niemals unbemerkt an uns vorbei. Ihr vergesst meinen Super-Gecko-Spürsinn. Er verrät mir, wo Nachtninja ist. Er ist, in der Schule und will sich unsere Flagge schnappen. Das heißt, er passt nicht auf seine auf. Dann können wir sie uns jetzt holen. Ich dachte, dein Super-Gecko-Spürsinn verrät dir nur, wenn Gefahr naht. Ganz egal, was naht. Er spürt so ziemlich alles. Okay. Los jetzt! Schnappen wir uns seine Flagge! Du bleibst lieber hier und bewachst unsere Flagge. Man weiß ja nie. Wir müssen da an einer Ninjalino-Schulpatrouille vorbei. Aber nicht der Nachtninja. Mein Gecko-Spürsinn hatte recht. Er ist drinnen. Zeit, uns die Flagge zu schnappen. Super Eidechsengriff! Suchst du mich, Eidechsenfuß? Super Katzentempo! Offenbar hat dein Super-Gecko-Spürsinn versagt. Super Spürsinn? Oh, bitte! Ich hab mich nicht geirrt. Nachtninja ist in der Schule gewesen. Nur nicht innen drinnen. Du und du, kommt mit mir. Wir müssen eine Flagge klauen gehen. Die anderen bewachen unsere Flagge. Jetzt nimmt er Kurs auf unsere Flagge. Wir müssen Eulette helfen. Ich muss lediglich an Spatzenhirn vorbei. Wie war das? Eidechsenfuß läuft auf den Wald zu. Dann lassen wir ihn doch glauben, dass er mit seinem Superspürsinn richtig liegt. Warum sind wir im Wald? Nachtninja ist sicher im Hauptquartier. Mein Super-Gecko-Spürsinn verrät mir, dass er in der Nähe ist. Er ist sogar hier. Hab dich! Tut mir leid, Gecko, aber da ist niemand. Vielleicht hast du doch keinen Super-Gecko-Spürsinn. Super-Katzentempo! Was ist hier los? Ich hatte recht, das ist los. Die Klebeklatscher beweisen es. Und jetzt verrät mir mein Super-Gecko-Spürsinn, dass Nachtninja da lang ist. Komm mit! Diese eingebildete Eidechse glaubt wirklich, dieses Spiel gewinnen zu können. Na, der wird gleich eines Besseren belehrt. Hi-ya! Mein Super-Gecko-Spürsinn lag nicht falsch. Ich bin sicher, er ist da lang. Jetzt stecken wir fest. Wir kommen erst weg, wenn wir das Gecko-Mobil entkleben. Das dauert ja eine Ewigkeit. Folge mir. Mein Super-Gecko-Spürsinn verrät mir, dass sich Nachtninja von hinten an unser Hauptquartier anschleicht. Von der anderen Seite des Sees? Aber du hast dich schon zweimal geirrt. Noch einen Fehler können wir nicht riskieren. Dann gehe ich eben allein und beweise dir, dass ich recht habe. Warte, wir müssen Eulette helfen, sonst schnappt sich Nachtninja unsere Flagge. Eulette, Gecko ist allein weggerannt. Und wenn ihn Nachtninja erwischt, wir müssen ihn finden. Aber dann bewacht niemand das Hauptquartier. Ich werde den beiden zeigen, dass ich doch einen Super-Gecko-Spürsinn habe. Schlitternde Schlange, ich klebe fest. Oh nein, aber hey, Klebeklatscher. Das heißt, mein Super-Gecko-Spürsinn funktioniert. Es gibt ihn. Es gibt ihn wirklich. Oh, bitte. Du hattest keine Ahnung, wo ich war. Ich wusste, wo du hin willst. Ich habe mich die ganze Zeit geirrt. Du bist also nur hierher gekommen, um mir eine Falle zu stellen? Ja. Und wenn deine Freunde das Hauptquartier verlassen, um dich zu retten, klaue ich eure Flagge. Da ist er. Er braucht unsere Hilfe. Haltet durch, Gecko! Tut mir leid, dass ihr mir helfen musstet. Jetzt bewacht niemand das Hauptquartier. Nachtninja wird gewinnen. Ich habe gar keinen Super-Gecko-Spürsinn. Du hast doch schon super coole Kräfte. Wie Super-Tarnung und Super-Eidechsengriff. Und die sind genauso beeindruckend wie du. Ihr habt recht. Danke, Leute.
springendes Reptil. Das ist der Mega-Miau-Alarm. Er hat unsere Flagge, aber noch nicht gewonnen. Er muss sie erst noch zu seiner Basis bringen. Das Gecko-Mobil klebt fest, aber wenn wir ein anderes Fahrzeug nehmen, können wir ihn noch überholen. Und ich kann ihn aufhalten. Nicht mit dem erfundenen Spürsinn, sondern mit meinen eigenen Kräften. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Sobald ich die Flagge aufgestellt habe, gehört die Schule und das PJ Masks Hauptquartier für immer mir. Hm? Ihr kommt zu spät, PJ Masks. Kommt, Ninjalinos. Ich habe gesiegt. Wie es scheint, ist er einfach zu schnell, Catboy. Niemals können wir ihn daran hindern, noch zu gewinnen. Schade, dass euer kleiner Eidechsenfreund nicht da ist, um sich vor dem mächtigen Ninja-Sieger zu verneigen. Aber meine Ninjalinos können es. Was ist hier los? Wo ist meine Flagge? Oh. Mit mir hast du wohl nicht gerechnet, Nacht-Ninja. Aber das kann nicht sein. Du warst doch gefangen! Bis meine Freunde mich gerettet und hier in Super-Gecko-Tarnung abgesetzt haben. Dann habe ich mir diese Flaggen geschnappt. Easy-peasy-Echsen einfach. Und jetzt entschuldige uns, wir müssen auch die Flaggen auf unsere Basis stellen und ein Spiel gewinnen. Ja. Die PJ Masks haben gewonnen! Das ist eure Schuld, Ninjalinos. Ihr habt meine Nacht-Ninjas Ninja-Nachtschule nicht verdient. Böse Schüler! Du hast es geschafft, Gecko. PJ Masks, wir haben toll gewettet. Denn in der Nacht wurde die Schule gerettet! Ich sehe ihn nicht. Kannst du ihn hören? Nein, das ist gar nicht so einfach ohne Eulenaugen oder Katzenohren. Ich habe zwar keinen Super-Gecko-Spürsinn, aber ich spüre einen bevorstehenden Sieg. Meine Basis, Greg hat gewonnen. Wir wussten, du bist der Beste bei Schnapp dir die Flagge. Ja, und du hast es bewiesen. Zweimal. Danke, Leute. Trotzdem seid ihr die Besten. Die besten Freunde aller Zeiten. Gecko und der allmächtige Stein. Kung Fu? Ja. Das habe ich gerade gefunden. Es steckt voller cooler Geschichten über Kung-Fu-Meister. Seht euch mein Buch an. Es handelt von den stärksten Athleten der Welt. Wow. Wow. Aber es kommt noch besser. Schaut, was er alles gewonnen hat. Pokale und Medaillen. Hey, vielleicht gewinne ich mal eine Medaille. Ich glaube, es gibt keine für Super-Gecko-Stärke. Komm mit, wir lesen im Park weiter. Wenn ich nur was gewinnen könnte, um zu beweisen, dass ich stark bin. Greg? Was ist mit den Laternen passiert? Die sind ja total verbogen. Wow, wer das gemacht hat, war echt stark. Mag sein, Gecko, aber dafür bekommt man keinen Pokal. Und es ist auch nicht in Ordnung. Wer war das? Hm, im Hauptquartier finden wir es heraus. PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette! Ja! Greg wird zu Gecko! Ja! Connor wird zu Catboy! Die PJ Masks! Zum Gecko-Mobil! Mein Katzenschnurrhahn! Vorsicht! Ein riesiger Stein rumpelt durch die Stadt? Schnell, habe ich gesagt, ihr Ninja-Faulpelze! Ich muss diesen Stein spalten! Nacht-Ninja, was führt er im Schilde? Er muss
zerbrechen. Nichts und niemand übersteht meinen Mega-Dreifachschlag! Au, au, au! Übst du einen neuen Tanzmove ein, Nacht-Ninja? Nicht mal annähernd. Ihr Pyjama-Plagegeister habt keine Ahnung, was ich hier habe, nicht wahr? Einen riesengroßen Stein? Nicht nur irgendeinen Stein. Meine Ninjalinos haben ihn von einem antiken Tempel weit oben auf einem Berg tausende Kilometer entfernt bis hierher gerollt. Er ist der allmächtige Stein. Der allmächtige Stein? Davon habe ich im Kung-Fu-Buch gelesen. Es gibt eine Legende darüber. Darin versteckt ist ein wertvolles Medaillon. Wie das hier? Das sieht aus wie eine Medaille. Ein Medaillon, keine Medaille. Nur der stärkste Held kann den Stein zertrümmern und es freilegen. Und mit stärkstem Held meine ich mich. Stärkster Held? Aber du bist doch gar kein Held. Wartet nur, bis ich dieses Medaillon an meinem Hals trage. Dann wird euch das Lachen vergehen. Ein Medaillon für einen Superstarken, hm? Wenn ich es hätte, wüssten alle, dass ich der Stärkste bin. Gecko, was redest du denn da? Wenn ich den Stein zertrümmere, dann kriegt nicht Nachtninja das Medaillon, sondern ich. Ich trage es wie die Athleten aus meinem Buch. Setzt eure Kung-Fu-Fähigkeiten ein, Ninjalinos. Ah! Ah, ihr müsst fester zuschlagen. Und zwar so. Hi-ya! Du bist nicht stark genug, aber ich wette, ich bin es. Gecko, hör auf! Aber wenn ich ihn zerbreche und das Medaillon bekomme, dann kann Nachtninja keine anderen Sachen mehr zertrümmern. Träum ruhig weiter, Eidechsenfuß. Ninjalinos, rollt den Stein! Weiter so, er geht sicher bald zu Bruch. Wenn der Stein weiter so herumrollt, macht er noch die ganze Stadt platt. Wir müssen ihn aufhalten. Stein zerbrechen! Niemand kann diesen Stein zerbrechen, Gecko. Wir müssen ihn nur aufhalten. Das würde doch beweisen, dass ich super stark bin. Ich könnte es an die Wand hängen. Du bist super stark. Wenn du diesen Stein triffst, fliegt er weg wie nichts. Probieren wir was anderes. Ich laufe im Kreis um Nachtninja und seine Ninjalinos herum. Ja, und ich fliege mit Gecko hin, damit er... Den Stein zertrümmern kann? Nein, wir bringen ihn ins Hauptquartier. Na gut. Na dann los. Super Katzentempo. Happy, und jetzt trage ich ihn ins Hauptquartier. Nur ein Versuch kann ja nicht schaden. Super Gecko-Muskel! Ups, Gecko! Er hat euch den Plan verdorben und mit seinen winzigen Eidechsenärmchen hat er nichts zerbrochen. Und jetzt seht zu, wie der Ninja-Meister seine Stärke einsetzt. Ninja-Spetterschlag! Der Spielplatz! Oh nein! Eulenflügel! Gut gemacht, Gecko. Danke. Wie wär's mit einem weiteren Versuch? Hä? Aber... Ich bin auch ganz vorsichtig. Ich weiß, dass ich sie kriegen kann. Erst recht mit meinem Super-Gecko-Dreifachschlag. Diese Eidechse hat ja gar keine Kraft. Ach ja? Nächstes Mal klappt's. Wirst schon sehen. Ninjalino Rambock! Eins, zwei, drei! Was? Ich bin absolut stark genug. Gecko Steinbrecher! Noch immer nicht zerbrochen. Ein weiterer Versuch. Jetzt wird's langsam ganz schön albern. Albern war doch auch schon Nachtninja, hängend am Laternenpfahl mit dem Seitwärtsfußstoß. Da ist er! Ich mach ihn kaputt, ihr werdet's schon sehen. Und wenn ich ihn dafür gegen das härteste Gebäude der Stadt schmettern muss. Na, ratet mal, welches das ist. Nicht unser Hauptquartier!
Wenn es dabei kaputt geht, können wir keine PJ Masks mehr sein. Das darfst du nicht tun, Nachtninja. Ich hatte gedacht, du verstehst das Eidechsenfuß. Du hast doch selbst versucht, ihn zu zertrümmern. Springt! Ringendes Reptil! Das werde ich nicht zulassen! Oh nein! Er kommt auf uns zu! Steh doch nicht einfach da und glotzt! Puh, flatternde Federn. Das war knapp. Nachtninja dreht völlig durch. Das ist alles meine Schuld. Super Gecko-Muskeln! Tut mir so leid. Ich hätte den Stein ins Hauptquartier bringen sollen. Hab ich aber nicht. Der Stein hat euch beinahe erwischt. Ist schon gut. Wir sind entkommen und das Hauptquartier steht wieder. Aber ihr seid in Gefahr gewesen. Jeder ist in Gefahr, solange dieser Stein noch rumpoltert. Ich fürchte, du hast leider recht. Macht euch zum Staunen bereit. Wenn wir das hier verwenden, wird der Stein noch viel härter aufschlagen. Niemals! Höchste Zeit, ein Held zu sein. Wir hatten schon genug Ärger mit diesem Stein. Niemand hält mich auf, Eidechsenbubi. Das Medaillon wird mir gehören. Gecko, nein! Lauf! Weg mit dir von hier! Super Gecko-Muskel! Wow, das war aber wirklich ein mega harter Schlag. Ja, ich weiß gar nicht, wie es passiert ist. Ich habe mich vorher noch nie so stark gefühlt. Weil du uns vor dieser Gefahr retten wolltest, Gecko. Und dafür hast du deine ganze Superstärke rausgeholt. Ihr habt recht. Gib das Medaillon zurück. Es gehört mir. Niemals. Es gehört dir nicht. Aber ich habe den Stein zertrümmert. Ich habe ihn auf euer Hauptquartier geworfen. Du hast ihn geworfen, aber Gecko hat ihn zertrümmert. Mit seiner Superkraft. Aber das ist doch Unsinn. Wie kann eine Eidechse stärker sein als ich? Weil wahre Stärke darin liegt, sich um seine Freunde zu kümmern. Wo bleibt denn da der Spaß? Na gut. Ihr Baby-Masks könnt es behalten. Aber ich komme wieder, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Und euch schicke ich in diesen alten Bergtempel zurück, wo ihr noch mehr trainieren müsst, Ninjalinos. Du hast dieses Medaillon definitiv verdient, Gecko. Danke. Aber es stammt von weit her und es gibt eine Legende darüber. Wer braucht denn schon ein Medaillon? Ich gebe es dem Museum, dann können es alle bewundern. Cool. Und vielleicht kannst du irgendwie anders deine Stärke beweisen, bevor wir fertig sind. Mhm. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Abgefangen! Cool! Wer den Stein zertrümmert hat, war super stark. Und wer es war, bleibt ein Geheimnis. Eulette, die Meisterpilotin. Ich freue mich schon so auf die Looping-Flugschau heute. Die haben da einen Heißluftballon und ganz viele altmodische Flugzeuge, die durch die Luft fliegen. Genau wie ich. Hey, wo sind denn die Flugzeuge? Keine Ahnung. Gestern Abend standen sie noch flugbereit hier, aber heute Morgen waren sie weg. Es tut uns sehr leid. Die Veranstaltung wird abgesagt. Das ist ja furchtbar. Wer klaut denn so viele Flugzeuge? Hier drüben. Schaut euch die kleinen Fußabdrücke an. Die stammen von den Ninjalinos. Nachtninja hat einen großen Fehler gemacht. Niemand überflügelt mich auf einer PJ Masks-Mission. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu... Eulette! Ja! Greg wird zu... Echo! Ja! Connor wird zu... Catboy! Die PJ Masks! Gleiter. Ah!
Ranger. Diese Flugzeuge sollten an der Looping-Flugschau teilnehmen, Nacht-Ninja. Wozu denn das? Es kann sie doch niemand so gut fliegen wie ich. Fangt mich, wenn ihr könnt. Keine Sorge, PJ Masks. Selbst mit geschlossenen Augen fliege ich besser als diese Ninjas. Euren Gleiter Turbo! Ich verwirre sie mit den Lichtstrahlen, damit sie landen müssen. Gib Acht, Eulette. Nacht-Ninja führt immer etwas ganz Gemeines im Schilde. Er hat doch keine Chance gegen eine fantastische Pilotin wie mich. Flugmanöver 77, jetzt! Aber... was? Klebegreifer aktivieren! Nein! Eulette! Was ist da los? Keine Ahnung! Ich komme hier nicht vom Fleck! Jetzt nehmen wir unser Spatzenhirn und ihre Freunde auf einen wilden Ritt mit. Los geht's! Wow. Schlange, stopp! Wie meinen, mein schuppiger Freund? Hast du Absturz gesagt? Gut, wie du willst. Zieh die Klebegreifer wieder ab. Und wieder ein Fluggerät außer Betrieb. Jetzt fehlen nur noch ein paar und dann bin ich der Einzige und der beste Pilot am Himmel. Viel besser als du, Spatzenhirn. Was meint er damit, dass er der einzige Pilot am Himmel ist? Vielleicht will er auch den Heißluftballon von der Flugschau klauen und alles andere in der Stadt, das fliegen kann. Eulette, verfolge ihn. Aber der Eulengleiter ist kaputt. Du brauchst den Eulengleiter nicht. Du kannst auch ohne ihn gut fliegen. Ich kann nicht. Wie meinst du das? Ich meine, er ist zu gut. Ich kann nicht so gut fliegen wie er. Was? Du kannst hervorragend fliegen. Dass er den Eulengleiter zerstört hat, ist doch nicht deine Schuld. Ja, und wir helfen dir. Wir bringen den Eulengleiter ins Hauptquartier zurück und dann machen wir einen Ausflug ins Museum. War gar nicht so schwer. Wie gut, dass dieses alte Flugzeug noch im Museum stand. Cool, hä? Puh. Ihr macht das hervorragend. Ihr werdet Nacht-Ninja schon fangen. Aber du bist doch der PJ-Flugexperte. Also tun wir, was du sagst. Was ich sage? Aber... da sind sie. Sie werden sich den Heißluftballon mit den Klebegreifern schnappen. Okay, Eulette. Wie fliegen wir, um sie aufzuhalten? Was sollen wir tun? Nacht-Ninja darf uns nicht noch ein Fluggerät wegnehmen. Okay, keine Sorge. Wir versuchen es. Los, PJ Masks! Was? Halt an! Ich weiß nicht wie! Das war der absolute Brüller. Leider kann ich nicht bleiben. Ich muss wegfliegen. Was war denn los, Eulette? Wir hätten dich da oben gebraucht. Es tut mir leid. Nacht-Ninja und die Ninjalinos sind so gut. Habt ihr ihre Manöver nicht gesehen? Sie sind nicht so gut wie du. Und wir können auch nicht so gut fliegen. Du musst uns helfen. Das schaffst du, Eulette. Ganz sicher. Na gut. Eulenaugen! Sie haben das Raumschiffmodell aus dem Museum geklaut. Nacht-Ninja darf so etwas nicht machen. Also, wie lautet der Plan? Vielleicht könnten wir... Wir könnten? Nein, das klappt nicht. Ist schon gut. Wir überlegen uns unterwegs was. Catboy eilt zur Rettung! Versuch's ja! Wo sind sie? Da! Wir haben ihn verloren. Er ist so gut im Abdrehen und Abtauchen und in allem. Ich kann da nicht mithalten. Warte!
Wo willst du hin? Zum Hauptquartier. Ohne mich seid ihr besser dran. Nein, sind wir nicht. Wir brauchen dich. Du bist die beste Fliegerin, die wir kennen. Wir glauben an dich. Na, wenigstens ihr. Nur du kannst uns das Fliegen beibringen. Wenn du es nicht tust, dann stoppt sich Nachtninja jedes Fluggefährt in dieser Stadt. Huh? Habt ihr mich vermisst, PJ Masks? Es wird Zeit, noch ein Fluggerät zu klauen. Okay, Eulette, sie kommen direkt auf uns zu. Vielleicht sollten wir uns hinter dem Hauptquartier verstecken und einen Überraschungsangriff starten. Na gut, dann folgt mir. Sie kommen näher. Oh nein, komm zurück! Der kaputte Eulengleiter muss wohl im Hauptquartier sein. Während diesem Pyjama-Federvieh schwindelig wird, reißen wir das Hauptquartier ein und zerschmettern den Eulengleiter für immer! Catboy, nach links! Oh nein, ich meinte nach rechts! Eulette, du bist fantastisch geflogen. Danke. Das war unglaublich, Eulette. Aber jetzt müssen wir Nachtninja aufhalten. Und du bist die Einzige, die wirklich fliegen kann. Du hast es gerade bewiesen. Ihr habt recht. Er kann zwar ganz gut fliegen, aber jetzt werde ich ihm zeigen, worum es beim Fliegen wirklich geht. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ja! Denk schnell nach, Eulette. Sie hängen am Hauptquartier fest. Und das bedeutet... Zieht! Ja! Catboy, auf mein Kommando! Nase hoch und Vollgas voraus! Fertig! Zieht! Na endlich! Seid ihr gekommen, um euren kleinen Turm einstürzen zu sehen? Nicht, solange ich fliegen kann. Catboy, behalte Nerven und Flügel unter Kontrolle und folge mir! Wenn ich sage runter, drückst du den Hebel fest nach vorn. Runter! Schnappt sie euch! Und jetzt hoch und quer! Spiral, hoch nach rechts! Fangt sie, Ninjalinos! Jetzt müssen wir die Flugzeuge erwischen. Gecko, wir brauchen deine Superstärke. Catboy, folge mir. Kommt näher und bleibt ruhig. Super Gecko Muskel. Bereit zur Landung, fliegender Catboy? Bereit, Captain Eulette. Nächstes Mal kriege ich euch, ihr Pyjama-Plagegeister. Ihr werdet schon sehen. Jetzt holt mich hier runter, Ninjalinos! Cooles Chamäleon, das war super! Du bist die beste Pilotin aller Zeiten! Wahrscheinlich ist es so. Leute, schaut mal! Da sind all die anderen Fluggeräte! Und wir haben noch genug Zeit, sie vor morgen früh zurückzustellen. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! War nicht übel. Aber wenn ich fliegen würde, würde ich einen Looping machen. Und dann eine gedrehte Häschenhüpferdrehung, wie diese hier. Geckos Spezialstein. Warum gehen wir nochmal ins Museum? Die Magnetsteinausstellung haben wir doch gestern erst gesehen. Ja, schon, aber ich habe dort meinen Spezialstein liegen gelassen. Ich wäre traurig, wenn er weg ist. Keine Sorge, Greg. Ich habe Fotos gemacht, weißt du noch? Vielleicht sehen wir ihn. Da ist er. Ich habe ihn für dieses Foto kurz weggelegt. Und dann habe ich ihn dort vergessen. Sag, was ist denn so besonders an deinem Spezialstein? War er ein Geschenk oder sowas? Ja, ich habe ihn von meinem Onkel bekommen. Das ist ein super seltener Stein vom Mond. Der ist so cool. Und ich trage ihn seitdem ständig bei mir. Dann gehen wir ihn doch holen. Hä? Wow. Wie kam das denn alles her?
Alles ist riesig und echt richtig schwer. Und wie soll ich da jetzt reinkommen? Es ist sowieso geschlossen, denn alle magnetischen Steine aus der Ausstellung wurden gestern Nacht gestohlen. Oh nein! Das heißt dann, dass mein Spezialstein auch gestohlen wurde. Wer würde einen Haufen magnetischer Steine klauen wollen? Vielleicht jemand, der bereits einen Magneten hat. Einen Mondmagneten wie Luna Girl. Natürlich! PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Ja! Greg wird zu Gecko. Ja! Connor wird zu Catboy. Kommt schon! Je eher wir Luna Girl finden, desto eher habe ich meinen Spezialstein wieder. Zum Eulengleiter! Was ist da los, Eulette? So wie es aussieht, erzeugt ein Magnetfeld erhebliche Störungen. Ich fliege uns da lieber raus. Nein! Wenn der Mondmagnet das verursacht, führt er uns zu meinem Spezialstein. Wir müssen alle Steine finden, Gecko. Gib dein Bestes, Eulette. Mach ich, aber haltet euch fest, denn hier werden gleich viele Federn gerupft. Wow! Ein Zug in ihrem Mondmagnetstrahl? Sie hat noch nie zuvor etwas so Schweres hochgehoben. Sehen wir uns doch mal an, wie Luna Girl das macht. Oh, toll! Mein Ultramagnet ist jetzt mega super stark. Stark genug, um alles zu kriegen, was ich haben will. Eulenaugen! So ist das also. Luna Girl hat die magnetischen Steine verwendet, um ihren Magneten turbo stark zu machen. Aber hat sie auch meinen Stein? Ich glaube schon. Ich schnapp mir jetzt den Mondmagneten. Eulenkrallen, ausfahren! Warte, tu das nicht! Mein Spezialstein könnte kaputt gehen. Super Eidechsengriff! Gecko, dein Stein ist nicht so wichtig wie deine Sicherheit. Komm wieder rein. Ich bin sicher mit meinem Super-Eidechsen-Griff. Ich hole mir den Mondmagneten im Vorbeifliegen. Na gut, Gecko. Aber dazu schalte ich den Lautlosflugmodus ein. So können wir uns an Luna Girl anschleichen. Luna Girl, du hast etwas, das mir gehört. Hä? Wie es aussieht, kriegen wir Besuch. Mondenergie, schnapp dir die Pyjama-Plagegeister. Gecko, du hast uns auffliegen lassen. Es tut mir leid. Ich war so wütend, dass Luna bei mir meinen Stein geklaut hat. Gecko, dein Stein ist nur ein Ding. Die Mission ist viel wichtiger. Wir müssen alle Steine wiederfinden. Schon vergessen? Und diesen turbogeladenen Magneten stoppen, bevor... Runter! Ha! Ihr Nulpen habt keine Chance gegen meinen Ultramagneten. Nehmt das! Super Gecko-Tarnung! Zurückgeben. Gib mir wenigstens meinen wieder. Das ist der Weiße da. Um dann nicht mehr alles zu bekommen, was ich haben will? Niemals. Er ist wirklich was Besonderes. Ha, was Besonderes? Was soll an dem denn so besonders sein? Er ist es eben. Bitte, er stammt direkt vom Mond. Vom Mond?
Ich habe eine Idee. Was? Wie meinst du das? Ganz einfach, Katzenklo-Bubi. Wozu brauche ich die anderen Dinge, wenn ich mir den Mond vom Himmel holen kann? Ganz für mich allein. Danke, Eidechsenfuß. Nein, warte, das geht nicht. Das ist dumm und sehr gefährlich. Mir doch egal. Ich will meinen Mond haben. Es tut mir leid, Leute. Ich wollte sie nicht auf diese Idee bringen. Es ist mir so rausgerutscht. Ist schon gut, Gecko. Aber jetzt müssen wir sie aufhalten. Im Eulengleiter zu fliegen ist zu riskant. Sie kann ihn mit ihrem Turbomagneten angreifen. Keine Sorge, ich habe einen PJ-Plan. Aber du musst dabei mitmachen, Gecko, und darfst nicht deinen Spezialstein suchen. Ich bin dabei, Catboy. Okay, wir sind zu dritt und müssen uns um drei Dinge kümmern. Luna Girl, ihren Magneten und ihre Motten. Und so werden wir es machen. Das ist es. Das ist das Allerbeste. Nur für mich allein. Mondenergie, hol mir den Mond. Ja, mit meinem Ultramagneten wirst du mir gehören. Nur mir. Nicht, wenn die PJ Masks eingreifen. Mein Mondstein. Motten, schafft mir dieses Federvieh vom Hals. Nicht so schnell, Motten. Ich hab die Motten. Und Eulette beschäftigt so lange Luna Girl. Schnapp dir den Magneten, Gecko. Mein Stein. Aber Gecko, das ist nur ein Stein. Der Magnet. Hol dir den Magneten. Oh, er ist doch so nah. Komm, Mondbord, los. Diese dumme Eidechse liebt ihren Stein wirklich sehr. Aber das ist nur ein Stückchen vom Mond. Ich will aber den ganzen. Ihr habt mir dabei geholfen und das alles nur wegen eines Steins. Du hältst mich jetzt nicht mehr auf Eidechsenfuß. Mondenergie, hol den Mond! Ringelndes Reptil, es ist wahr. Ich habe die ganze Mission verdorben, nur wegen eines Dings. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Husch, husch, husch. Puh, danke, Gecko. Aber was machen wir jetzt? Ich weiß, wie wir sie stoppen können. Ich muss nur meinen Spezialstein hochwerfen. Ah, hey! Was ist da los? Der Mondmagnet sollte doch am Mond kleben bleiben. Und das tut er auch. An meinem Stückchen Mond. An meinem Spezialstein. Großartige Idee, Gecko. Nicht mehr lange, du grüner Gremlin. Eulenflügelwind. Hey! Schnell, während sie beschäftigt ist, holen wir uns die anderen Magnetsteine wieder. Super Katzensprung. Ich hab ihn. Aufhören, ihr Steindiebe. Steine. Dein Magnet ist jetzt nicht mehr stark genug, um den Mond zu klauen, Luna Girl. Ha! Aber noch stark genug, um das hier zu machen. Und ich bin stark genug für das hier. Super Gecko-Muskel! Ah! Und weg mit dir, Luna Girl. Na, ah, das werdet ihr mir büßen! Gut, der Mond bleibt dort, wo er hingehört. Und ohne diese Steine hat ihr Mondmagnet nicht mehr die Kraft, ihn nochmal zu bewegen. Es war wirklich tapfer von dir, deinen Spezialstein zu opfern. Geht's dir auch gut? Ja, aber wir haben immer noch ganz schön viel aufzuräumen. Es liegen ein ganzer Zug und eine Rakete vor dem Museum. Das machen wir gemeinsam. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Wieso gehen wir wieder ins Museum? Damit wir dir einen neuen Stein aus dem Geschenkeladen besorgen können. Er wird nicht so einzigartig sein wie dein Mondstein, aber... Oh, danke. Aber es ist okay, keinen Spezialstein zu haben. Das ist nur ein Ding. Und Dinge sind nicht so wichtig.
Obwohl mein Stein was ganz Besonderes war. Er hat uns schon geholfen, die Lage zu retten. Vielleicht will ich doch einen neuen. Oder vielleicht nicht. Oder vielleicht doch. Oder vielleicht nicht. Gut, dass Entscheidungsstärke nicht zu deinen Spezialkräften gehört. Ja, sonst bekämen wir nie was auf die Reihe.